Yo Friends, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und damit heute wieder, beziehungsweise es ist wieder soweit, die letzte Reaction, die ich so gesehen hatte, wo Lua dabei war, war ja nur du mit Akaya, also dieser Song hier. Und jetzt gestern, beziehungsweise gestern, kam ein neuer Song raus, und zwar Hold Me. 2 Minuten 57. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde es einfach mal sagen, wir labern nicht lange. Wir gehen direkt rein. Ich bin böse. Weiß ich warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein Beat ist, so ein, ich sag jetzt mal so ein Rockbeat. Ich weiß nicht, ist das eine eigene Richtung, Emo-Rock? Ist das ein eigenes Genre? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan davon. Ich höre es nur. Was ich dann im Endeffekt nicht feiere, höre ich halt nicht. Aber ich hab halt irgendwie so ein bisschen. Eigentlich krieg so Feelings von wenn du weg bist, irgendwie. Vom Beat her. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Weiter rein. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Mehr muss ich nicht sagen. Gut, das war's. Nein. ey, warte mal. Ich muss nochmal anfangen. Ich sag ehrlich, der geht hart. Der geht hart, Digga. Boah, der geht hart, Alter. Da würde mich jetzt auch mal interessieren. Warte mal, das gehe ich kurz nachgucken. Weil ich glaube, das stand bei Instagram sogar drinne. Aber lasst mich kurz kochen. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Ich muss ganz kurz suchen. Wartet, 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 wartet. Lass mich kochen, lass mich kochen.
Warte, 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 warte. Wait, 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 wait. Ich bin dumm. Ich find's nicht. Oder das ist gottlos jetzt. Jedoch. Ah, schade. Steht hier, glaube ich, gar nicht. Ne, steht hier nicht bei. Oder? Story ist nicht mehr online, schade. Da stand nämlich, glaube ich, in der Story auch drin, wer den Track gemixt und gemastert hat. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber an die Person. Arschgeile Nummer. Sag ich ehrlich. Arschgeile Nummer. Sehr geiles Ding, sage ich ehrlich, sehr geiles Ding. Kann man sich mies geben. Der geht hart. Der geht richtig hart. Und ich dachte mir schon so vom Beat her, habe ich irgendwie so die Vibes von Wenn du weg bist und Teufel an der Wand. Deswegen habe ich mich dann, wo ich den Beat gehört habe am Anfang gerade, so sehr darüber gefreut. Und ich dachte mir schon so, dass das so in diese Richtung geht. Aber dass der so hart geht, damit hätte ich nicht gerechnet, sage ich ehrlich. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Absolut geiles Ding. Leute, ihr wollt den Track selber hören, dann schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Link zum Song auf Spotify. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssikowski.